Recht herzlich willkommen zur 176. Folge von Simotrans. Ja, wir hatten letztes Mal hier einen Zug gemacht, der von hier aus nach Adenau fährt, nicht nach Altenau, nach Adenau fährt und das Mehl wegbringt, das ist alles gut. Und jetzt hatten wir dann noch gesehen, dass hier und da zum Beispiel zwei Stellen sind, wo wir unbedingt noch einen Bahnhof, eine Bushaltestelle machen müssen. Und dafür suchen wir uns jetzt hier mal 50er Stadtstraßen aus. Nee, erstmal machen wir hier und gucken, wie das dahin muss. Okay, das geht so. So, das heißt, wenn wir da, dann haben wir abgedeckt. Das heißt, wir müssen da erhöhen. Und zwar, dann brauchen wir noch das, den und bauen hier hoch. Gut, dann die Straße und ja, dann müssen wir hier wohl lang und darüber. Und da müssen wir dann jetzt den Dingens hinstellen. Den Haltepunkt und noch einen Postkasten dabei. Okay, das gleiche in grün ist dann hier. Wäre dahin zu machen. Dann machen wir die Straße da so hoch. Oder? Ja, das ist der kürzeste Weg. Oder da runter und wir senken es ab. Nee, dann brauchen wir nicht. Machen wir hoch auch. Diesen hier. Dahin. 50er Straße und wir gehen nach da oben. Gut, das ist geklärt. Dann Bushaltestelle hin und den Postkasten daneben. Läuft. Dann haben wir das fertig. Das kann dann weg. Dann machen wir die Linie auf und erzeugen eine neue Linie für Busse. Straße ist das. Neue Linie. Aber, ach nee, warte mal. Neue Linie. Wir können erstmal gucken. Ich weiß gar nicht. Radolfzell West. Okay, ist voll. Machen wir gerade größer. Radolfzell Nord, das ist A, B, C, D, E, F ist voll. Gut, dann müssen wir eine neue Linie machen. Und der andere, Ost. Radolfzell Ost ist da. Ja, ist glaube ich genauso lang wie West, ne, oder? Ja, ist also auch voll. Und was ist das hier? Radolfzell Rathaus Bahnhof. Okay, der fährt noch extra. Oder wir schließen das hier rein. Das wäre ja dann auch noch möglich, ne? Machen wir da doch zu. Brauchen wir keine neue Linie, müssen wir nur die Linie ändern. Ostdeutsches Rathaus fährt dann wieder hier hin. Lilienthal, ist das das? Ja. Und dann dahin, dann wieder dahin, dann dahin und dann wieder zurück. Das ist aber dann die erste Stelle. Passt. Dann haben wir den Bus da auch noch unterwegs und der wird wahrscheinlich dann auch bessere Zahlen vielleicht schreiben. Wir können den ja mal aufmachen und hier unten hin beobachten. Bringt gerade weg und fährt jetzt wohin? Radolfzell, Rathaus, Bahnhof. Okay. Er fährt da wieder zurück, okay. Dann halt nicht. So, das ist aber erstmal soweit hier gut. Das kann zu. Wir hatten gesagt, wir wollen noch weitere Städte auch angucken. Das heißt, wir gehen mal auf eine Karte, die dann hier ist. Ach so, hier müssen wir vielleicht nochmal gucken. Ist aber nichts mehr, ne, oder? Ist alles abgedeckt. Hier passt es. Dann gehen wir nach Döbeln. Döbeln ist auch abgedeckt, ist auch gut. Dann nach Adenau. Da ist alles abgedeckt. Ja, dann gehen wir nach Lauter zuerst. Kiew will sich erweitern, aber hat es noch nicht. Hier unten geht auch was. Hier oben, da war nichts, ne? Ne, da ist nichts. Hier ist alles im grünen Bereich. Hier ist alles abgedeckt. Da wird vielleicht auch mal was erweitert. Dann gehen wir nach Sonderhausen. Hier ist noch nichts und da ist auch nichts. Das passt. Dann gehen wir nach Floto. Hafen. Ist abgedeckt, da ist nichts. Hier ist eine Stelle, wo was gehen würde, aber das ist alles abgedeckt. Ah, hier unten. Da müssen wir noch eine Bushaltestelle bauen. Straßenwerkzeug da. Straße da. 1, 2, 3, also hier rein. Ja, wir brauchen sowieso einen Zweierhalt.
Weil 1, 2, 3, das heißt, hier wäre die Bushaltestelle und weiter südlich geht aber nicht, weil wir brauchen ja zwei Stellen. Das heißt, wir machen es so, pappen die da hin und die Bushaltestelle kommt daneben, der Briefkasten kommt daneben, dann passt das. Dann ist das abgedeckt und jetzt müssen wir nur gucken, wer da lang fährt. Linie, Floto, was haben wir denn da? Floto Süd ist es dann und Floto Süd kann noch was vertragen. Also Linie ändern. Und zwar Allachenstraße oder wie der auch immer heißt. Machen wir einfach anklicken und nochmal anklicken und dann sollte das jetzt hier erweitert sein, oder? Ja. Passt. Der hat ein Mehr, das ist alles gut. Ach so, hier war ein Postbulli drauf. War der in Radolfzell da auch drauf bei der einen Straße? Das weiß ich jetzt nicht. Da lassen wir den mal gucken. Das war die Linie, ne? Da ist kein Postbulli drauf. Dann sollten wir das nochmal vielleicht machen, ne? Achso, dann müssen wir hier zum Depot, das hier ist. Und schmeißen dann noch einen Postwagen drauf. Gibt es jetzt nur noch den, oder was? Das ist ein Krankenwagen, ne? Ne, das ist ein Postwagen, aber keine Ahnung, was das für ein Symbol ist, aber naja. Nehmen wir den und packen den da drauf. Radolfzell, ne? Wie hieß denn das da jetzt gerade links? Stadtbus, Radolfzell, Bahnhof. Und Start. Was war denn da weiß? Achso, das war das bei Adenauer, wo wir gesagt haben, das brauchen wir mal ab und an. Müssen wir dann auch reingucken. Gut, der fährt dann jetzt auch mit Post. Wenn denn mal Post ist, das ist die nächste Frage. Aber bestimmt. So, das können wir zumachen. Dann haben wir Floto gehabt. Haben wir abgedeckt. Der Bus wird da wohl langfahren, ne? Oder? Wo ist denn der? Wahrscheinlich jetzt gerade hier. Linie Floto, Durchgangsverkehr. Nee, der ist es nicht. Dann ist es der, oder? Süd, ja, der fährt da lang. Können wir hier unten auch mal aufmachen. Gut, dann haben wir Floto angeguckt. Jetzt sind wir hier schon bei Waldeck. Brauchen wir hier nur rüber. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Hier oben und unten ist alles im grünen Bereich. Gut, dann Riedenburg. Riedenburg ist da oben, aber noch nichts mit Straße. Ja, aber keine Häuser. Das passt. Adexen hat hier nichts. Und da oben auch nicht, ist auch noch abgedeckt. Dann haben wir noch Altenau. Altenau ist komplett abgedeckt da oben. Ist auch abgedeckt. Gut, und Adenau hatten wir schon, ne? Ich glaube, da sind wir schon gewesen, ne, oder? Auf jeden Fall ist es abgedeckt. Gut, haben wir das. Was machen unsere... Oh, der ist voll. Aber okay, das ist die Geschichte, die wir schon hatten von... Rathaus zum Bahnhof, das ist glaube ich schon vorher voll gewesen. Da ist halt der große Bus, der da immer umschlägt. Der von Döbeln kommt, glaube ich, oder so, ne? Weiß ich jetzt aber auch nicht, aber egal, ist voll. Und der Postwagen hat nichts drin. Der Stadtbus Floto Süd, okay. Der fährt jetzt leer zurück, nach wohin? Egernfelder Straße. Keine Ahnung, wo die ist. Da war die Großbäckerei. Das heißt, die muss hier irgendwo sein. Einer von den beiden. Aha, da fährt er hin leer. Er hat einen Postsack fürs Rathaus. Okay, dann lohnt sich's ja richtig. Und er hat jetzt wo die Leute weggeholt? An der neuen Haltestelle gleich 6 Leute. Das ist doch nicht schlecht, oder? Gut, der Postsack ist klar. Und hier sind 0 Leute, aber er fährt jetzt gerade, glaube ich, dem Dingens dahin, den die Haltestelle. Gucken, ob er da was mitkriegt. Nee, nicht. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Kann ich alles haben, ne? Ah, guck mal, dafür warten da schon 5. Alles gut. Gut, der Postsack ist da. Den nimmt da auch wieder einen mit. Dann ist ja alles gut. Ich glaube, die 3 können wir ja zumachen. Brauchen wir nicht weiter angucken. Haben wir geschafft. Dann liegen wir da schon gut im Rennen. So, das... auch zu, was machen wir jetzt? Die Städte haben wir abgewählt, das heißt, wir gehen in unsere Liste rein.
Alte Stellen wartend, Döbeln Waldweg. Das ist unser erster mit ganz viel voll. Was haben wir denn da so? Okay, das wird ja jetzt mit dem Zug da abgeholt, den TEs. Das geht dann da auch rüber wahrscheinlich. Sonderhausen, das ist die ICE-Strecke. Adexen geht mit dem Schiff weg. Das auch mit dem Schiff. Also das, ich glaube, das tut sich da an normalisieren mit der Zeit. Das brauchen wir nicht angucken. Die Post ist okay, aber jetzt haben wir hier unten noch 1500 Paletten Südfrüchte. Die kommen von über Meer mit dem Frachtschiff und fahren dann nach Dingens hin. Und hier unten, oh, das sind 7000 landwirtschaftliche Güter. Döbeln Südostwald. Da müssen wir erstmal gucken, wo das ist. Wir sind jetzt hier in Radolfzell. Machen wir gerade die Karte auf. Döbeln. Das kann ja nur hier einer von diesen Bauernhöfen sein, oder? Ah, da haben wir schon. Südostwald. Gut, das heißt, wir müssten jetzt von hier schauen, dass wir da mehr... Okay, da ist ja hier schon Gleisanschluss. Und da ist ein Bahnhof und da ist ein Bahnhof. Das heißt, wir machen mal hier. Darum fahren wir dahin, oder? Warte, machen wir hier den Anschluss nach da. Gut. Das bedeutet, wir brauchen Gleise. Für Güterverkehr. Machen wir 90, ist zu langsam, 120 nehmen wir mal. Und fahren von da nach da. Von da fahren wir dann nach da unten hin, oder? Macht er das auch? Okay. Ne, dann will ich doch mehr nach da. Und dann nach da. Passt. Und dann brauchen wir noch Signale. Einmal dahin und einmal zur anderen Seite. Dann passt das. Dann ist das schon durch. Und dann brauchen wir noch einen Zug, der da hin und her fährt. Erstmal eine Linie vielleicht. Zug ist das, oder? Ja, neue Linie. Von da nach da oben. Nach da. Und das kann weg. Und wie heißt das ganze Ding? Das wird ein Güterzug. Döbeln. Zum Bauernhof dahin. Machen wir Land. Döbeln Land. Schuss, passt. Jetzt hat das Kind einen Namen, jetzt brauchst du nur noch einen Zug, ne? Das Depot war da hinten irgendwo, ne? Hier ist es. Nee, da wollen wir nicht hinfahren. Da haben wir was falsch gemacht. Depot. Löschen. Und den können wir schließen. Jetzt ist das da drinne. Dann gehe ich jetzt nochmal da drauf. Passt. Jetzt brauchen wir noch eine Lok. Was haben wir hier? 55. 160 ist zu schnell. 50 ist zu langsam. 50 zu langsam. Dampflok wollen wir jetzt nicht. Das hier ist doch die ideale Lok, oder? Was haben wir noch? Da ist noch so ähnlich. Aber die kann nur 90. Okay, da hätten wir die 90er Gleise bauen können. Die wären kostengünstiger gewesen. Aber dann nehmen wir die 100er jetzt. 83 Cent und diese 77, das sind 6 Cent mehr. Okay, dann können wir damit leben. Waggons müssen wir dann aussuchen. Getreide war das. Also zum Beispiel Gerste. Da haben wir auch noch zwei. Dann werden vielleicht mal gucken sollen, wie wir transportieren können. Ne? 26 Tonnen, aber das war sowieso 52 Tonnen, die meisten, die da reingehen. Jetzt ist die Frage, wie viel hängen wir da dran, ne? Zweier. 7, ich glaube, wir nehmen 3 und 3 machen wir dann auch noch von den anderen Zeug da. Hier sind ja auch noch Paletten, die müssen wir auch noch mitnehmen. Paletten, das waren Südfrüchte, ne? Da sind sie. Und da haben wir hier 25 Paletten, 20 Paletten, 23, 31, das ist am besten. Ja, ich glaube, wir nehmen davon noch dann 2, vielleicht 3. Okay, er fährt dann nicht so ganz so schnell, aber ist so. Gut, und dann kriegt er noch hier im Bahnhof GZ Döbeln Land. Passt. Und los geht's.
Fährt er? Kann man einen aufnehmen? Wann kommt er raus? Wer blockiert das? Keiner? Hallo? Hallo, hallo? Der fährt jetzt sogar nicht raus, wartet auf freie Strecke. Ach so, weil da unten jetzt gerade der da hingefahren ist, ne? Hier, da ist er. Der blockiert uns gerade den Weg. Warte mal, wenn wir hier machen, dann müssen wir da eigentlich auch machen. Warte mal, da brauchen wir noch ein paar Signale für. Wo ist der Zug? Da ist der Zug. Dann schmeißen wir die Signale auch noch davor, damit das auch geht. Und mehr brauchen wir nicht, das funktioniert. Gut, dann können wir das erschließen hier. Das ist dann auch erstmal geklärt. Das Fenster kann auch zu. So, und jetzt müsste er kommen, ne? Weil der ja da in dem Ding ins Bahnhof ist. Aber ja, er fährt auch los. Und wo will der hin? Das müssen wir gerade genau wissen. Weil, ah, der fährt auf jeden Fall da dran vorbei. Sonst wird es nämlich auch nicht funktionieren. Gut, das heißt, der ist jetzt unterwegs für das und das. Kann aber wahrscheinlich nur die landwirtschaftlichen Güter nehmen, weil da am Bauernhof, da ist ja nichts mit den Paletten. Machen wir gerade schneller. Da fährt er schon, verfolgen. So, der müsste jetzt auch wieder rausfahren. Ja, macht er auch, passt. Wir könnten den natürlich jetzt gerade mal umdrehen, dann kann er nämlich erst was mitnehmen, bevor er die Leerstrecke fährt. Aha. Einmal schneller. Und er lädt, das passt. Und dreht jetzt um und fährt dann auch da hinten hin. Hat auch da Vorrang. Und hat gewechselt, passt. Da nimmt er nichts mit, weil kein Abnehmer da ist. So, jetzt fahren wir nochmal schnell zurück. Schauen, was so das Geld gerade macht. Ja, 500 Miese. Okay, das bedeutet, wir müssen zusehen, dass wir das Stück gut da auch noch transportiert kriegen. Das machen wir dann auch noch. Aber das würde ich sagen, setzen wir uns in der nächsten Folge mit auseinander. Da werden wir dann die Südfrüchte hier lang weiter transportieren. Müssen wir gucken, dass der Zug, der da hier lang fährt, vielleicht noch irgendwie den einen oder anderen Anhänger da dran erkriegt. Ist der noch hier irgendwo auf Strecke? Hier ist er, fährt gerade durch. Palettenstück gut geladen. Der kommt von da hinten und fährt auf jeden Fall hier durch. Das bedeutet, der kann das auch mitnehmen. Hä? Ist das der richtige Zug? Habe ich eben den falschen angeklickt gehabt? Oder sind die beide von den Anhängern gleich? Da will ich doch nochmal gerade checken. Oh, die sind tatsächlich von den Anhängern gleich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, da läuft was schief. Gut, das bedeutet ja, dass dieser Zug die Früchte bis hierhin transportieren kann. Und hier muss ja dann nur zum Marktplatz gefahren werden, ne? Was sind das hier für LKWs, die hier stehen? Die haben noch ein Stück Gut. Und wo fahren die hin? Ah, okay, nicht zum Markt. Doch, da steht auch Marktlinie. Süddeutscher alter Getreidehof. Wo ist denn der? Achso, das ist hier. Schließen und Markt ist da. Das bedeutet, es ist schon alles da, aber dadurch, dass die Strecke vielleicht länger ist, wie da drüben. Also nee, da sind wir jetzt falsch unterwegs. Die Straße ist ja hier. Das bedeutet, hier dieser LKW, der jetzt da lang fährt, der bringt das Stück gut dahin. Und der hat dann hier einige LKW drauf, die wir dann noch umarbeiten müssen. Oh, Milch fährt da auch lang. Gut, das würde ich dann sagen, dass diese vier definitiv umgeswitcht werden müssen. Wenn die da gleich da sind, sind die dann leer? Ja, der ist leer. Der fährt dann auch leer zurück. Das bedeutet, der kriegt jetzt einen neuen Fahrplan. Und zwar Radolf Zell. Ah, wenn ich jetzt wüsste, wie das da oben heißt, da unten. Post? Nee.
Da muss ich jetzt eigentlich mal. Oh, super, das hat jetzt geklappt. Dann kannst du das hier so abbrechen machen. Und er fährt zum Glück noch weiter. Und ich muss jetzt gucken, welcher LKW hier unten steht mit welcher Linie. Getreidehof Markt heißt die Linie. Getreidehof Markt. Läuft. Der ist weg. Und der kann zu. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Den brauchen wir noch. Der kann gerade auch sofort dahin. Getreidehof Markt. Okay. Der fährt dann da auch lang. Der nächste bitte. Fahrplan. Getreidehof Markt. Fertig. Und er darf da auch noch hinfahren. Getreidehof Markt. Fertig. Fertig. So, da fährt nur noch die Milch. Und wollen jetzt hoffen, dass das erkannt wird, dass dieser Zug jetzt hier gleich auch Paletten kriegt. Und der kriegt's ja dann auch am Ende. So, wo ist er? Da ist er. Lass mal gerade nochmal schneller laufen. So, jetzt müsste er ja auch Paletten kriegen, oder? Jo, passt. Und er hat tatsächlich schon ohne die Paletten hier schwarz gefahren. Schwarz gefahren hört sich gut an, ne? Ja, das heißt, der schichtet jetzt um und der fährt weiter. Und dann müssen wir nachher nur noch gucken, ob die LKWs da hinten das schaffen oder nicht schaffen, die 27. Oder ob das auch sowieso nicht ist mit dem Zug. Ich glaube, es sind zu viele auf der Strecke dann. Gut, das kriegen wir aber dann bei der nächsten Folge dann in den Griff. Da müssen wir da nochmal nach den LKWs schauen. Alles klar. Dann würde ich sagen, soll es für die Folge erst reichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Macht ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Und schaltet euch die Glocke an, damit ihr eine Info kriegt, wenn das nächste Video kommt. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt ihr doch noch einen Daumen hoch. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.